Am Gefrierpunkt und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Train Sim World 3D, denn ich spiele das. Willkommen im Lübecker Hauptbahnhof. Eisige Temperaturen und schlechtes Wetter sorgen für komplizierte Bedingungen und eine Zunahme von Verspätungen. Ja, wie ihr seht, ist unser Zug noch gar nicht da. Er wird wahrscheinlich jetzt gleich hier erscheinen. Sie haben den Auftrag, einen RE8 zu übernehmen. Steigen Sie nach Ankunft des Zuges ein und bereiten Sie ihn für die Rückfahrt nach Hamburg vor. Ja, das werden wir tun. Wir können uns hier mal so ein bisschen auf der Anzeigetafel umsehen. Und sehen, Verspätung ca. 1087 Minuten. Das ist schon ordentlich, würde ich sagen. So, wir fahren von Lübeck über Rheinfeld, Holstein, Bad Oldesloe, schließlich nach Hamburg. Wir haben 18.07 Uhr und wie gesagt, dieser Zug hat eine Verspätung von ca. 1087 Minuten. Das ist schon ordentlich. Ihr könnt euch selber ausrechnen, wie viel, was das an Stunden ist. Aber es scheint eine ganze Menge zu sein. So, und da kommt unser Zug reingefahren. RE8 in Form von Baureihe 112 und hinten dran Dostus. Ich würde sagen, wir gehen dem Zug einfach mal hinterher, weil wahrscheinlich sowieso in die Lok einsteigen müssen, weil wir natürlich einiges vorzubereiten haben. Und ihr seht, es ist ganz gut am Schneien. Also das mit dem Wetterchaos stimmt auf jeden Fall. So. Dann jetzt hier mal ein. Folgen Sie den Markierungen. Ach, jetzt müssen wir doch nach hinten laufen. Ja, okay, habe ich mich fehlleiten lassen. Ist eigentlich klar, dass wir in den Steuerwagen einsteigen, weil wir ja zurückfahren. Aber ich dachte, wir müssen jetzt noch in der Lok was vorbereiten, aber dem ist dann nicht so. Okay, alles klar. Dann steigen wir halt hinten ein. In den Steuerwagen. Könnt jetzt auch hier durch die Wagen laufen. Machen wir das einfach. So. So, da sind wir schon. Schließen hier natürlich wieder die Türen. Setzen uns hin. Ja, ich bin jetzt nicht der Markierung gefolgt. Meine Güte. So. Wenn, dann soll ja alles seine Ordnung haben. Sonst über... Das werden wir tun. So. Das werden wir auch tun. Es liegen Meldungen vor, dass Sie einem verspäteten Zug folgen. Achten Sie genau auf die kommenden Signale, da Sie eventuell langsamer fahren müssen. Ja, dann haben wir heute einiges vor uns. Es wird keine ruhige Fahrt, so viel kann ich schon mal versprechen. So, weiter geht's mit dem Aufrüsten. Türen verriegeln, das tun wir. Bremsschlüssel natürlich. So. Den Fahrtrichtungswender nach vorne verlegen. Wir sind aber noch gar nicht so weit. Wagenbeleuchtung auf 1. Das haben wir soweit. Also, okay. Da müssen wir aber noch Zugsicherungssysteme einschalten. So, das hätten wir soweit. Ich denke, dann sind wir aber auch wirklich abfahrbereit. Können uns draußen noch mal kurz ein Bild machen, ob wir auch jetzt die Spitzensignale eingeschaltet haben. Dies ist der Fall. Dann würde ich sagen, dann finde ich noch mehr Verspätung bekommen als eh schon die 1087 Minuten. Machen wir hier noch schnell ein Foto. Und dann verlassen wir den Lübecker Hauptbahnhof in Richtung Hamburg. Das heißt, wir lösen die Bremsen und schalten langsam auf. Auf geht's. Erster Halt Rheinfeld in 12 Kilometer. So, können uns derweil befreien. Dann schauen wir mal, was das für eine Fahrt wird. Ob wir heile in Hamburg ankommen oder ob wir vorher irgendwo stranden aufgrund des schlechten Wetters. Wir werden es sehen. Ihr werdet sehen. So, 60 fürs Erste.
natürlich die Sifa. So, haben wir die 60 auch gleich erreicht. Während wir uns hier langsam, das ist schon am Schleudern, natürlich alles andere als optimal. Also das wird mit Sicherheit eine holprige Fahrt, so viel kann ich schon mal versprechen. Einfach wird das nicht. Mal erstmal die Leistung weg, schneller dürfen wir sowieso nicht fahren. Das dürfen wir ein bisschen aufschalten, dann machen wir das mal ganz langsam. Wie gesagt, bloß nicht zu schnell werden, beziehungsweise nicht zu viel Leistung auf die Schiene bringen, weil das bringt uns nur Schleudervorgänge und das ist nicht angenehm. Ein bisschen müssen wir aber aufschalten, sonst kommen wir nicht auf Leistung bzw. auf Geschwindigkeit. Das Wetter wird mit Sicherheit nicht besser in den nächsten Minuten. Also kann ich mir nicht vorstellen. So, noch haben wir grün, aber ich denke, das wird mit Sicherheit auch irgendwann abnehmen mit der grünen Welle. Weil wir haben ja gelesen, dass wir einen verspäteten Zug vor uns haben. Der jetzt hier so ein bisschen die Wegstrecke wegnimmt. Dementsprechend haben wir natürlich dann auch dann und wann mit roten Signalen zu rechnen. Das heißt, neben dem schlechten Wetter haben wir jetzt auch noch eine hier ordentlich Signalkunde zu betreiben. Ja, so ist das im Bahnalltag. Auch damit muss man klarkommen als Lokführer. Aber was mich so ein bisschen nervt, kann man das hier mit den Scheinwischern nicht auf unregelmäßig stellen? Nicht aus. Aus ist ganz schlecht. So möchte ich das haben. Das jetzt ist auch wieder falsch. Habe ich jetzt Intervall oder nicht? Anscheinend nicht. Intervall jetzt. So wollte ich es haben. So. Jetzt stimmt es. So, dann dürfen wir gleich 140. Dann führen wir uns hier durch den Abend quälen. Seht ihr das? Das sieht doch wunderbar aus mit dem Schnee, mit den Schneeverwehungen. Hier, traumhaft, oder? Wunderschön. Dasselbe. Das ist schon echt gut gemacht, muss man sagen. So, hoppeln wir mal wieder rein in unseren Führerstand, für unsere Fahrerkabine. Wie auch immer man das ausdrücken will. Darf man eigentlich noch Lokführer sagen und Führerkabine und Führerstand und wie auch immer. Darf man das noch sagen in der heutigen Zeit? Oder ist das verpönt? Wie seht ihr das? Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Aus bekannten Gründen ist Führer ja nicht mehr so gerne gehört. Von daher bin ich da so ein bisschen überfragt. Darf man auch Führerstand sagen, Führerkabine, Lokführer? Wie seht ihr das? Wie steht ihr dazu? Wie sagt ihr dazu? Jetzt ist auf einmal das Licht angegangen. Habt ihr es gesehen? Wie durch Geisterhand haben wir jetzt auf einmal mehr Licht?
Wie gesagt, dieses Szenario stammt aus dem Bereich geführtes Eisenbahnerlebnis und nennt sich Sauwetter. Ich glaube, der Name ist passend. Also das Thema oder das Kapitel hier in dem Themenbereich heißt Sauwetter und da gibt es dann verschiedene Szenarien zu absolvieren, unter anderem dieses hier. So, 6,9 Kilometer noch bis Rheinfeld und seinen ersten Halt. So langsam kommen wir auf Geschwindigkeit. Noch haben wir eine ruhige Fahrt vor uns. Aber wie gesagt, das wird sich mit Sicherheit noch ändern. Ich hoffe ja, dass wir den Halt gleich ohne größere Probleme hinkriegen, weil, wie gesagt, per Schneebremsen, das ist natürlich so eine Sache. Da bin ich echt mal gespannt. Nehmen wir mal wieder ein bisschen die Leistung weg, aber sonst zu schnell werden. Nähern uns dann zu unserem ersten Halt. Mit unserer Verspätung von 1087 Minuten. Das stand zumindest am Anfang des Szenarios auf der Anzeigetafel in Lübeck. Das ist schon amtlich, also Wahnsinn. Da können wir mal sehen, was das Wetter hier schon angerichtet hat. Eine Verspätung von 1087 Minuten verursacht. Wahnsinn. Bin mal gespannt, ob wir wirklich in Hamburg ankommen oder ob wir nicht irgendwo vorher schon stranden. Aufgrund des schlechten Wetters. Man weiß ja nie. So, ich glaube, wir können jetzt mal die Geschwindigkeit wegnehmen hier. Dann mal so langsam der Bremsung hier beginnen. Wie gesagt, 1,5 Kilometer, das ist nicht mal allzu weit. Weiß nicht, wie das hier mit dem Bremsvorgang funktioniert. Außerdem haben wir hier Quittiervorgang. Müssen wir nämlich eh gleich auf 85 runter sein. Sonst gibt es nämlich die berühmte Zwangse. Das hätten wir soweit erstmal. Wir halten jetzt nichts mehr an. Dann sind wir auch schon in Rheinfeld. Ein bisschen Strecke haben wir noch. Ein bisschen Strecke haben wir noch. So, circa 80 Meter können wir schon noch fahren. Bleiben Sie unter 0. War nicht so ganz erfüllt, würde ich sagen.
Stifte reichen. Dann öffnen wir die Türen. Dann können wir uns mal so ein bisschen draußen umsehen hier. Was ist denn jetzt los? Zickt gerade ein bisschen der Simulator. So. Das haben wir soweit erstmal geschafft. Heile. Zu unserem ersten Halt in Rheinfeld. Wenn schon die ersten Fahrgäste aus in dicker Winterjacke. Ein Anblick, an dem wir uns bitte nicht mehr gewöhnen sollten im Moment, weil wir natürlich auf dem Weg in den Sommer sind. Gott sei Dank, ehrlich gesagt. Ich habe die Nase voll von Kalt und Winter und Schnee und all dem, was so dazugehört. Dann machen wir doch mal eben schnell Folgendes. Haben wir die Zeit? Ja, wir haben ja keinen Zeitdruck. Hängen wir da mal ganz fix eine Karte hin, oder? Wie seht ihr das, wenn wir schon mal hier sind? Auch wenn wir jetzt ein klein bisschen Verzögerung dadurch haben werden. Zack. Haben wir eine Streckenkarte hier hingehangen. Das ist doch, das kann man doch so nebenbei erfüllen, oder? So, steigen wir mal wieder ein. Dann weiter. Unseren nächsten Halt. So. Mein Gott. Ist aber weit gelaufen hier. Auf zum Führerstand. Fahrerkabine, wie auch immer. Ich sag einfach Führerstand. So, schließen hier die Tür wieder. Setzen uns hin. Schließen die Türen. Lösen die Bremse. Und fahren zu unserem nächsten Halt. Bad Oldesloe. So, haben uns befreit. Ist sehr schön. Aber warum genau haben wir vorne noch Spitzenlichter an? Was soll denn der Käse schon wieder? Wäre ich doch mal erst vorne in die Lok eingestiegen. Dafür müssen wir vorne in die Lok einsteigen und die Schlussleuchten separat ein auf Rot stellen. Jetzt fällt es mir ein. Das ist ja bei 143 und 112 und 114 so. Gut, das ist, lässt sich jetzt gerade nicht ändern. Machen wir das in Bad Oldesloe. Das können wir von hier aus jetzt nicht regeln. Von Bad Oldesloe gleich mal ein paar Minuten Verzögerung in Kauf nehmen, damit wir da auch dementsprechend vernünftig die Schlussleuchten einschalten. Das geht leider nur in der Lok. Das geht von hier aus leider nicht. Nun ja, dem ist dann halt jetzt im Moment halt so. Das kann man jetzt gerade nicht ändern. Ich bitte dies zu entschuldigen. An alle kritischen Bahnfans, die mir da jetzt wahrscheinlich schon Kommentare schreiben werden. Hey, hallo, du hast da hinten noch die Spitzenlichter an. Ja, das ist mir jetzt gerade auch aufgefallen. Ich werde das, wie gesagt, in Bad Oldesloe ändern, indem ich dann in die Lok kletter und dort dann manuell die Lichter auf Rot stelle und dementsprechend dann natürlich die Schlussleuchten anschalte. Mein Gott. Sind ja nur noch 5,7 Kilometer. Es ist jetzt ja nicht mehr der große Weg bis dahin. Da war es bis Rheinfeld um einiges weiter.
so von Bad Oldesloe müsste es ja dann eigentlich nur noch stur nach Hamburg gehen, so wie ich das auf der Anzeigetafel gelesen habe. Waren das, glaube ich, nur die beiden Halte dazwischen? Rheinfeld-Holstein und Bad Oldesloe oder Lohe, wie auch immer. Und daher dürften da gar nicht mehr so viele Stops kommen. Also im Moment haben wir ja von der Signalisierung her noch ordentlich Glück, muss man ehrlich sagen. Also nicht, dass wir das hier irgendwie mit roten Signalen zu kämpfen haben. Ist das eigentlich bis jetzt eine sehr ruhige Fahrt. Bis auf das Wetter, aber das kann man ja noch verkraften. Da kann man sowieso nichts gegen machen. Aber ich bin gespannt, wie es auf der Fahrt nach Hamburg wird. Von Bad Oldesloe aus. Laut Beschreibung sollen wir ja einen verspäteten Zug vor uns haben, der uns da so ein bisschen einbremst. Aber von daher, von da ist jetzt, oder davon ist jetzt im Moment noch gar nichts zu merken. So, ich glaube, die schneller brauchen wir gar nicht mehr werden. Wir haben jetzt nämlich gleich schon wieder. Es kommt da der Gegenzug. Sehr, sehr schön. Ich würde sagen, nehmen wir so ein bisschen die Leistung weg. Wir gleich schon wieder bremsbereit sind. Zwischendurch drückt man noch ein bisschen die Siefer. Dann würde ich sagen, gehen wir schon mal wieder auf Brems, weil mit Sicherheit gleich wieder ein Signal bzw. ein quittierpflichtiges Hauptsignal kommt, wo wir dann sowieso nur noch auf oder schnellstens auf 85 runter müssen. Von daher bringt das gar nichts, da jetzt irgendwie noch, wer weiß, wie schnell zu sein. Gehen wir einfach mal runter auf 80. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Seht ihr es? Was, als hätte ich es gewusst, da ist das Signal. Und von da an werden wir dann noch weiter runterbremsen. Boah, das hätte man geschafft. So, dann sind wir schon in Bad Oldesloe, weil wir jetzt gleich schnell in die Lok klettern müssen, weil wir nämlich die Schlussdichter an der Lok manuell einschalten müssen, beziehungsweise die Schalter da auf Rot stellen müssen. Aber jetzt müssen wir gleich erstmal quittieren, weil natürlich gleich der 500-Hertz-Magnet greift. Hier noch nicht. Aber der wird jetzt gleich. Da war er nämlich. Nicht zu langsam werden, um noch ein paar Meter zu fahren. Aber bei solchen Bedingungen ist es, glaube ich, besser, langsam an den Bahnsteig ranzufahren, anstatt zu schnell. Würde ich jetzt einfach mal tippen. So. Genau. Vorsicht bei der Einfahrt. Das halte ich für ein wichtigen Sicherheitshinweis. So, Sifa. So, wir stehen jetzt. Öffnen die Türe. Da machen wir uns auf den Weg in die Lok. Weg da, ich hab's eilig. Weil wir nämlich jetzt die Schlussdichte einschalten müssen. Gucken, ob wir das schaffen innerhalb der Standzeit. Glaube ich zwar nicht, aber Versuch ist es wert. Natürlich ein langer Weg von ganz vorne nach ganz hinten, aber das ist halt so, weil ihr seht, wir haben ja noch die Spitze nicht an. Das geht natürlich überhaupt nicht. Wir müssen jetzt hier einsteigen, müssen wir uns hier hinsetzen und dann schauen wir mal. Müssen wir nämlich auf Rot stellen, nein, nicht einzeln rot, sondern weiß aus Rot. So, ich glaube, das dürfte jetzt passen. Ich hoffe es zumindest. So, die Tür zu. Ja, jetzt passt es. Wunderbar. Dann können wir das schließen, nach vorne gehen. Und dann können wir unsere Fahrt fortsetzen. In Richtung Hamburg. Wunderbar. Das hat ja funktioniert. Das war nämlich der Knackpunkt. Das hätten wir in Lübeck sofort machen müssen.
Ich war ja schon auf dem Weg zur Lok. Ihr habt es ja gesehen, nur dann hat hier der Anzeige gezeigt, dass ich vorne, also beziehungsweise in den Steuerwagen einsteigen muss. Das habe ich dann getan, ohne mich davon zu, oder darüber zu vergewissern, dass wir an der Lok die Schusssichter eingestellt haben. Sei es drum, haben wir jetzt nachgeholt, schließen hier die Tür. Setzen uns wieder hin, schließen die Türen, lösen derweil die Bremse. Und dann haben wir immer noch rot. Ne, jetzt haben wir mit dem Ahrensburg haben wir noch als Stopp. Gut, dann ist das so. Ja, komm. Kilometer bis Ahrensburg. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass wir nonstop nach Hamburg fahren. Aber gut, dann haben wir halt noch Ahrensburg dazwischen. Dann ist dem halt so. So, das hätten wir auch erledigt. Mal ein bisschen weiter aufschalten. Können wir es den Wagen auf Fahrstufe 4 zu schalten, ohne einen Schleudervorgang zu haben? Noch scheint dies der Fall zu sein. Genau, jetzt haben wir nämlich die Schlussleuchte an. So soll es sein. Wunderschön. Nächste Station, Ahrensburg. Den wir irgendwann erreichen werden. Eine Ankunftszeit ist nicht angegeben. Das heißt, wir haben überhaupt keinen Zeitdruck. Klar, wir haben ein paar Minuten Verspätung. Einmal aufgrund, weil wir in Rheinfeld die Streckenkarten angebracht haben. Und einmal, weil wir in Bad Oldesloe gerade die Schlussleuchten an der Lok eingeschaltet haben, beziehungsweise umgeschaltet haben, von weiß auf rot. So. Jetzt kein Vortrieb mehr? Nee. Bleiben wir mal einfach auf Fahrstufe 3. Kommen wir auch mit voran. Fahrstufe 4 ist dann für diese Bedingungen dann doch zu viel. Zu viel Leistung auf die Antriebsachse. Und schleudert dann einfach und dann ist, gibt es irgendwann keine Leistung mehr. Nach wie vor 140. Die Geschwindigkeit hat sich noch nicht verändert. Das einzige, wo wir oder wann wir unsere Geschwindigkeit reduzieren müssen, ist, wenn wir in ja kurz vor den Bahnhöfen praktisch, wenn wir die Hauptsignale passieren, wo wir quittieren müssen. Da müssen wir dann halt unter 85 sein, aber ansonsten haben wir hier noch keine Geschwindigkeitsveränderung hinnehmen müssen, sage ich mal so. Das generiert einen flüssigen Fahrvorgang. Also ist bis jetzt eigentlich ein relativ ruhiges, chilliges Fahren, muss ich ehrlich sagen. Trotz des Wetters und der angekündigten roten Signale, die bis jetzt noch kein Thema waren, um ehrlich zu sein. Außer an den Bahnhöfen natürlich. Während der Standzeit, ist ja logisch.
So, und dann fangen wir, werden unsere Tickets gebucht für unsere nächste Tour. Und ich freue mich drauf. Endlich wieder mal mit einem Zug fahren, mit dem ich noch nicht gefahren bin. Auch mit einem Personenwagen, in dem ich so noch nie saß. Und ich freue mich drauf. Unsere Tour rückt immer näher. Es ist nie gar nicht mal allzu weit. 2 Monate noch. Also morgen sind es noch genau 2 Monate. Ja, ein Gegenzug. Und ihr könnt sicher sein, dass da wieder einiges an Material für euch zusammenkommt. Dass ich da wieder mein Bestes geben werde. Es werden diesmal 2 Tage sein, weil wir nämlich dort übernachten werden und dann an 2 Tagen für euch Material einfangen. Oder ich für euch, jeder für sich. Und ja, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Tour. XXL-Tour. Ich freue mich tierisch drauf. Kann es kaum noch erwarten. 2 Monate, 60 Tage. Muss ich noch aushalten, aber ich denke, das werde ich schaffen. Und dann geht's los in Richtung, ja, das bleibt noch nach wie vor ein Geheimnis. Ihr werdet es früh genug erfahren. Aber noch schweige ich darüber. Ich habe ja gestern in der Community so ein paar Bilder gepostet. Vielleicht hat es was damit zu tun, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht war es einfach just for fun. Wer weiß das schon. Spekuliert gerne darüber, kommentiert gerne darüber, denkt euch euren Teil und. Jetzt haben wir eine Zwanse. Warum auch immer. Weil ich gequatscht habe und das Signal nicht mitbekommen habe. Ja, okay. Das gehört dazu. Das bin ich jetzt selber schuld. Ich habe nicht aufgepasst. Ja. Okay. Alles gut. Das geht auf meine Kappe. Jo, volle Kanne erwischt. 2000 Hertz beeinflussen. Holla die Waldfee. So. So. Jetzt haben wir natürlich hier 90 war da jetzt gleich, ne? Das war meine Schuld, meine Schuld, meine Schuld. So, muss ich jetzt hier noch Bremse lösen? Das war meine Schuld. Volle Kanne erwischt. Ich habe jetzt auch keine Lust, wie irgendwie darüber hin zurückzugehen. Für Außenansicht, ob da irgendwo ein quittierpflichtiges Signal war. Es war mit Sicherheit ein quittierpflichtiges Hauptsignal da, an dem ich nicht quittiert habe. Und dementsprechend natürlich auch zu schnell war. Und deswegen, ja, hat es mir halt die Zwangse reingehauen. Aber das gehört dazu. Wenn man abgelenkt ist, wenn man nur quatscht, dann achtet man nicht genau auf die Strecke. Und dann haut es voll ein in die Seite. Ehrlich gesagt. Aber ja, das hat mich jetzt frontal erwischt. Aber dem ist dann halt so. Da stand doch vorher was von 110, da war ich mit meinen 140 natürlich zu schnell, hab mich quittiert und ja. Dann passiert halt sowas. Zum Glück habe ich kein rotes Signal überfahren, weil das wäre viel, viel, viel schlimmer gewesen. Weil dann wäre nämlich das Szenario zu Ende. So, im wahren Leben hätte ich jetzt mich wahrscheinlich beim Fahrdienstleiter melden müssen. Oder der hätte sich bei mir gemeldet. Ich weiß gar nicht, wie rum es läuft.
hätte dem erklären müssen, warum, weshalb, wieso ich den Zwang kassiert habe und. Also, lustig wäre das nicht. Aber es war meine Z erste Zwangse seit langem mal wieder. Also ich hatte jetzt in den letzten Szenarien keine einzige Zwangse. Nicht mal bei den 500-Hertz-Magneten. Ist halt so, ne? Es kommt immer mal wieder vor. Ihr kennt das selber. Was, dürfen wir wieder schneller fahren? Laut Tacho. Dann tun wir das. Immerhin noch 5,9 Kilometer zu fahren bis Ahrensburg. Wow, jetzt geht's aber los. Ja, da steht 160 km/h. Größte mögliche zulässige Geschwindigkeit. Oder ich glaube, so ähnlich steht das da. Höchste zulässige Geschwindigkeit 160 km/h. Ja, dann können wir das ja machen. Als wohl wir gleich natürlich auch wieder eine Beschränkung von 120 km/h haben in 3,7 Kilometer. Das heißt, allzu lange werden wir die 160 jetzt nicht ausnutzen können, wenn wir überhaupt so weit bis dahin kommen in der Zeit. Das ist auch noch wieder so eine Frage. Ja. Ich glaube es bald nicht. So, wird die Leistung auch schon wieder wegnehmen. Mich langsam dem Rollwiderstand hingeben und langsam auf 120 zurückrollen lassen, weil wir nämlich in 1,6 Kilometer genau diese Geschwindigkeitsbeschränkung haben. Und in 1,9 Kilometer in Ahrensburg einfahren werden. Mit unserem Regionalexpress 8. RE8 von Lübeck nach Hamburg. Hauptbahnhof. So, bin hier schon mal wieder in die Bremse gehen. Ist wieder viel zu spät eigentlich. Tiefer. Und dann wären wir auch schon in Ahrensburg. Wunderbar. So, es kommt gleich wieder der 500-Hertz-Magnet, den wir natürlich quittieren müssen. Oder? Kommt da nicht.
Verwundert mich jetzt aber. Na gut, da kommt er halt nicht. Diesmal. Wir entriegeln die Türen. Dann sehen wir uns hier mal um in Ahrensburg. Hier oben sind wir. Auf dem Dach. Auf dem Dach. Das ist der Ahrensburger Bahnhof. Ich sage jetzt mal bewusst nicht Hauptbahnhof, sondern Bahnhof. Weil ich glaube, für den Hauptbahnhof ist er dann doch ein bisschen klein mit seinen zwei Bahnsteigen. Gut, drei Bahnsteige. Ist das. Nee, zwei Bahnsteige. Eins, zwei. Zwei Bahnsteige. Doch richtig. So, hier scheint so eine Art Parkhaus zu sein. Ist natürlich hier pfiffig, direkt am Bahnhof. Das sollten sie mal woanders auch einführen. Würde eine Menge erleichtern. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. So, wir jetzt gleich Ausfahrt. Von Bahnsteig 1 aus. Und zwar genau jetzt. Was habe ich denn jetzt gemacht? Falsche Seite. Ah, egal. 20 Kilometer bis Hamburg. Ja, dann Prosit. Dann lösen wir die Bremse. Sieh zu, dass wir hier wegkommen. Als erstes mal befreien. Dann können wir ausfahren. Nächste Station, Hamburg Hauptbahnhof. Dieser Zug endet dort. Ja, Tür verriegelt, das will ich doch stark hoffen. Wunderschön. Wunderschön. So, jetzt scheint es wieder zum Unfall irgendwo gekommen zu sein, wie ihr hört. Der Tütata ist wieder im Einsatz. Aber das hat man ja irgendwie in jeder Stadt, in der man ankommt. Habe ich zumindest das Gefühl. Aber ja, dem ist dann halt so. So, 140 wie gehabt. Bleiben weiterhin auf Fahrstufe 3. Das reicht vollkommen aus. Und fahren unsere letzten 19 Kilometer dieses Szenarios. Wunderschön. Wunderschön. Also Dostos sieht doch auch wunderschön, oder? Wie seht ihr das? Also wenn ich Nahverkehr fahre, dann auf jeden Fall am liebsten mit Dostos, muss ich wirklich sagen. Da sitze ich am liebsten oben, erste Klasse. Einfach nur traumhaft.
Richtig schön. So, dann haben wir unsere reglementierte Höchstgeschwindigkeit auch gleich erreicht. Reglementiert deswegen, weil natürlich vorgegeben. Dieser Zug könnte schneller, bedarf es aber nicht. Ich glaube, so kann man es ausdrücken. Und dann fahren wir gleich in einem der schönsten Hauptbahnhöfe ein, die es gibt in Deutschland. Ich finde den Hamburger Hauptbahnhof wunderschön, war selbst schon da, habt das gespottet. Könnt ihr auf meinem Kanal sehen. Also ein richtig, richtig schöner Bahnhof. Hat mir sehr, sehr gefallen, die Zeit dort. Vor allem auch nicht nur der Bahnhof, wenn man jetzt da einfährt, der Teil, sondern auch wenn man durch die Halle geht. Und dann praktisch auf die andere Seite. Dort, ach, das ist einfach traumhaft. Das überdachte Areal da. Ist schon, was ich meine. Also, einfach richtig, richtig schön, muss ich ehrlich sagen. Ein sehr, sehr schöner Bahnhof. So, noch 13 Kilometer. Jetzt noch 12. Und dann wären wir an unserer Endstation angekommen. So, noch scheint alles im grünen Bereich zu sein, um mal bei der Farbe der Signalisierung zu bleiben. Also nichts zu sehen von einem verspäteten Zug vor uns. Also muss ich ehrlich sagen, ist jetzt alles tippitoppi. So, dann haben wir gleich 120. Das kennen wir ja schon. So, von alleine werden wir nicht langsamer. Das heißt, wir müssen ein bisschen nachhelfen. Hier müssen wir nichts diesmal. Gut, dann droht doch keine Zwangssitz. Wir sind noch einen Tacken zu schnell. Jetzt passt es. Mir natürlich leichtes Gefälle. Von daher kann es natürlich immer mal wieder sein, dass wir schnell werden, wenn wir nicht bremsen.
Aber noch sind wir im grünen Bereich. Mal immer so ein bisschen im Auge behalten, die Geschwindigkeit. Bei 0,1% Gefälle ist das jetzt nicht ganz so dramatisch, aber wenn es so 0,3, 0,5% wird, dann geht das schon mal schnell, dass man da über die erlaubte Geschwindigkeit fährt. Das wäre natürlich nicht so schön. Vor allem nicht, wenn man irgendwie unter Beeinflussung ist. Das kommt da nicht so schön, nicht so gut. Jetzt los. SIFA, um Gottes Willen. Meine Güte. Die sollte man auch im Blick behalten, sonst geht's schief. So, gleich 100. Das heißt, da gehen wir auch schon mal hin. So, 4,7 Kilometer noch, dann sind wir in Hamburg. Schaut euch mal, was hier los ist. Ist ja der Wahnsinn, ey. Das bei so einem Wetter. Sportlich. So, 60. Da muss man ein bisschen nachhelfen. Weil das wird mit Sicherheit überwacht. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Vorne kommt nämlich das quittierpflichtige Signal. Ihr seht's. Und ja, das sind jetzt noch genau die Meter, die 300 Meter, die auf der Anzeige stehen. Und bis dahin sollte man die 60 erreicht haben. Wenn man hat, dass dieses Signal passiert, sollte man die 60 erreicht haben. Ansonsten gibt es eine bitterböse Zwangse. Das kann ich schon mal ganz klar versprechen. Jetzt hier ein bisschen in die Bremse gehen, weil ihr seht, 0,7% Gefälle. Da wären wir sonst zu schnell. Ach Gott, gleich 40. Junge Maria, sehe ich jetzt erst. Schon mal gut, wenn ich mal unter Beeinflussung. So, 1,4% Steigung, da müssen wir ein bisschen aufschalten, sonst bleiben wir gleich stehen. 1,7, Wahnsinn. Geht's aber bergauf hier. Das müssen wir erstmal wieder quittieren.
weil wir da nämlich die 40 erreicht haben müssen, weil sonst gibt es die Zwangse. Das wird jetzt hier kontrolliert. Und da wir das hier erreicht haben, passiert uns nichts. Liefer. Wieder Geschwindigkeit wegnehmen bzw. Leistung wegnehmen, jetzt wieder gerade Fläche haben. Siefer. Fahren wir geschmeidig in den Hamburger Hauptbahnhof ein. An dem Signal möchte ich gerne unter 24 sein. Ich weiß nicht warum, aber ich möchte es einfach. Und da sind wir in Hamburg. Können hier die Scheibenwischer ausstellen, würde ich sagen. Auf Parken. Und dann haben wir das Ganze erreicht. Stellen Sie das Führerbremsventil auf Notfall. Okay. Den sollen wir auf ausstellen. Den Fahrtrichtungswender auf aus. Verlassen Sie den Zug. Das tun wir. Zack. Haben wir das Ganze erreicht. Gute Arbeit, Sie sind gut mit den schlechten Bedingungen umgegangen und haben diese Fahrt erfolgreich abgeschlossen. Damit sind all Ihre Aufgaben hier abgeschlossen. Sehen wir uns an, wie Sie abgeschnitten haben. Ja, darauf bin ich gespannt. Wir hatten ja so unsere Verzögerung. Aber ich denke, das sollte uns nicht allzu sehr beeinträchtigt haben, hoffe ich. Bekommen wir denn Gold? Jawohl! Perfekt! Dann haben wir das ja rundum super abgeschlossen, bis auf die eine Zwangse, wo ich mich ein bisschen verquatscht habe, aber ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht allzu übel. Das war's mit dem Szenario am Gefrierpunkt. Wir haben eine Gesamtpunktzahl von 7897 AP erhalten. 7000 waren nötig für Gold. Das kann ich euch nur so am Rande mitteilen. Ja, das war's, wie gesagt, damit aus dem Themenbereich geführtes Eisenbahnerlebnis am Gefrierpunkt. Mit dem in dem Kapitel Sauwetter und das Szenario nennt sich am Gefrierpunkt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Habt einen schönen Sonntagnachmittag. Habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Euer Danny Spieters. Habt's gut. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.